Hallo Leute, willkommen zu Factorio, Warptorio, ungenauer gesagt. Und wir sind hier auf einem Planeten gelandet, der anscheinend gefährlich ist. Wir haben keinen Tag, wir haben nur Nacht. Ich denke, ich platziere mal hier die Harvester, damit wir Ressourcen bekommen. Und dann werden wir wahrscheinlich bald verschwinden. Ich plane nicht, meine übliche Runde zu drehen. Ich spare mir das heute. Das mache ich dann auf einem Planeten, wo ich sicher bin, dass wir verbleiben wollen. Dann hier brauchen wir natürlich Strom. Einen Turm, etwas mehr Munition rein. Dann machen wir hier noch kräftig Stein, denn der ist uns ausgegangen. Den wir darüber und dann. Und dann hoffen, dass ich genügend Förderbänder habe. Wahrscheinlich nicht. Da oben ist eine große Basis. Um die werde ich mich kümmern müssen. Denn da kommen schon die ersten Käfer gekrabbelt. So, das ist angeschlossen und dann schauen wir mal wegen der Basis. Nun, da wir die grundsätzliche Forschung durch haben, stehen nun einige hier an, die von Warptorio kommen. Wir können verschiedene Sachen machen. Hier brauchen wir einiges. Vielleicht größere Harvester Floor. Wobei wir brauchen eigentlich nicht unbedingt mehr Erz. Wir bräuchten bessere Schmelzen. Vielleicht machen wir das mal schnell. Und das Komische hier ist, auf diesem Planeten ist nur Nacht. Für das ist er aber ziemlich grün und gut bewaldet. Ich verstehe nicht ganz, wie die Chlorophyllproduktion hier auf diesem Planeten funktioniert. Aber so sei es. Ich habe auch hier den Fusionsreaktor geforscht und
geforscht und gebaut, sodass wir den hier reinpacken können. Und dann haben wir hier noch Platz für ein Skeleton. Plus ein paar Solarpanel. Für das Skeleton brauchen wir Stahl und Elektromotoren. Stahl bekommen wir von hier. Und Elektromotoren sollten wir hier oben haben. Wenn wir den Motoren hätten. Was bekommen wir hin? Da unten das Verteilen der Ressourcen mittels Roboter, das funktioniert gut, so dass wir kontinuierlich zuforschen, auch wenn ich nicht die ganze Zeit Material nachlege. Hier kann ich meinen übrigen Stein noch reinlegen. Öl haben wir nicht mehr viel, da werden wir dann, genau, okay, das ist geforscht, dann machen wir doch die untere Ebene noch etwas größer, weil dann können wir dort beginnen mit dem Aufbau von unserem Kernreaktor, welcher unsere Energieprobleme ein für alle Mal lösen sollte. Der Warp Boiler Floor 5 ist nun auch durch. Vielleicht, jetzt, da wir ja bald mehr Energie zur Verfügung haben, können wir uns auch überlegen, wofür brauchen wir die Energie. Und da kommen Beacons in den Sinn. Und ich denke, da sich nun Stein und auch fast Kohle zurückstaut, können wir hier mal die Förderer einpacken und dann weiterziehen. Und dann hoffentlich auf einem Planeten landen, der uns günstige Voraussetzungen schafft, um ein Weilchen zu bleiben. Ich denke, ich werde dann wieder so weit vorwärts warpen, bis wir dann effektiv diesen Planeten gefunden haben, so dass wir auch eine Weile dort verbleiben können. Scheint, wir sind auf einem Planeten gelandet mit viel Bäumen, was mir gefällt, wenn die Ressourcenfelder hier nicht allzu groß sind. Solange wir genügend rausziehen können, soll es mir recht sein. Eisen. Keine Kohle hier drauf. Die Kohle machen wir separat. Und dann versuchen wir das mit
roten Förderband bis nach drüben zu bekommen. Das wird uns wahrscheinlich nicht gelingen. Ja. Machen wir mit Gelb weiter. Okay, und wo haben wir Stein? Haben wir da? Stein brauchen wir auch noch. Auch ein kleines Feld. Gleich mal Verteidigung. Okay, die Brücken sind breiter. Und jetzt haben wir hier interessante Möglichkeiten. Zum Beispiel hier. Das sollte uns Radaroptionen erlauben, dass wir schneller aufdecken können. Und das hier, das ist was ganz Interessantes, denn hier können wir die Verschmutzung zurücksetzen auf 0. Natürlich wächst sie dann wieder, aber das gibt uns etwas mehr Zeit. Bis wir auf einem Planeten, wo wir uns etabliert haben, weiterziehen müssen. So. Alles ist angeschlossen. Und dann versuche ich mal hier durch die Bäume mich mit dem Auto zu quetschen, um das Ganze etwas besser zu erkunden. Sie stehen ja zum Glück nicht allzu dicht. Es sieht so aus, als ob der Wald die Verschmutzung gut in Schacht hält, aber hier oben habe ich ein Ölfeld gefunden. Und Öl ist etwas, was wir brauchen. Würde auch nicht Nein zu Uran sagen. Aber ich glaube, Öl ist etwas wichtiger. Schauen wir, wie wir das verbinden. Aufstellen. Dann hier, 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 hier. Und dann brauchen wir etwas Power drauf. So geht das. Wunderbar. Mit dem Stabilisator fertig geforscht, haben wir nun die Möglichkeit, die Verschmutzung zurückzusetzen. Und dann machen wir doch hier gleich mal mit dem weiter. Das sollte uns ermöglichen, rasch die Umgebung um unsere Base aufzudecken. Da aber der Stabilisator wie auch der
Beschleuniger, welche den Warp Cooldown beschleunigt, Energie verbraucht und wir mit unserem Kohlekraftwerk praktisch immer am Limit laufen, ist es, glaube ich, nun effektiv an der Zeit, hier mal vorwärts zu machen mit unserem Nuklearkraftwerk, das wir ja im Keller bauen wollen. Ich baue typischerweise immer ein Viererkraftwerk, denn das erlaubt es besser. Da bekommen wir Bonus, Nachbarschaftsbonus. Und wenn ich nur ein Kraftwerk habe, hat das so die Tendenz, ja, das reicht, aber doch nicht so lange. Und ich frage mich, wieso kommt da so wenig durch? Weil wir das so platziert haben. Okay, darum kümmern wir uns vorerst noch nicht. Ich brauche mehr Kisten. Und dafür brauche ich noch ein bisschen mehr Stahl. Ich brauche je 4. 4 blaue und 4 rote. Ja, Stahl ist definitiv Mangelware. Aber wenn wir mehr Energie haben, dann sollten wir auch in der Lage sein, mehr zu produzieren. Gut, dann machen wir die roten hier hin und die blauen außen. Die werden wir dann mit etwas Logistik verbinden. So. Das schließt mal alle alle Reaktoren an. Und dann platzieren wir hier nach draußen mal so viel. Verbinden das hiermit. Und dann brauchen wir Wasser. Für das werden wir ein paar Pumpen brauchen. Ich denke, 6 an der Zahl sollte genügen. Und hier hinten rum Generatoren. Natürlich wieder zu wenig
Rohre. Und damit das Ganze dann auch funktioniert, werde ich auch Umspannwerke brauchen. Und ein paar Rohre mehr. Denn hier hinten rum, machen wir das so. Und typischerweise mache ich die Hälfte der Generatoren auf dieser Seite, die andere Hälfte auf dieser. Aber in diesem Layout, denke ich, machen wir hier einen großen Platz, etwas nach oben, etwas nach unten. Und dann brauchen wir noch ein paar Tanks, um Wasserdampf zu speichern. So. Verbinden wir hier hinten rum. Können dann hier außen können wir die Wassertanks platzieren. Wenn wir jetzt hier das sollte reichen. Okay. Dachte, ich hätte genügend von denen. Nicht. Hier hinten rum, da brauchen wir dann nochmals Wasserdampf. Für die, ja, die brauchen Stahl. Gut. Machen wir hier noch die 12 hin. Einen weiter raus. Und das geht sich wunderbar aus. Es wird nicht bei den 4 bleiben, aber irgendwo müssen wir mal beginnen. Dann hier können wir den platzieren. Da machen wir so eine Kiste nebenbei. Dann hier. Da wollen wir 20 reichen.
das überall hin. Natürlich sind die genau falsch rum, die Greifer. Hier oben hätten wir ein Eisenfeld, das etwas größer ist. Vielleicht macht das den Unterschied. Aber ein paar Umspannwerke. Das ist ja in der Nähe vom Öl. Richtig? Ja. Da hinten geht's raus und glücklicherweise habe ich da etwas aufgeräumt. Da unten ist sogar etwas Uran, aber gleich neben einem Nest. Ich denke, wir warten da erstmal noch ein bisschen ab. Um zu sehen, ob wir da allenfalls, wie es mit unserem Öl vorwärts geht. Okay, das sieht besser aus. Well, wir brauchen Stahl, sonst geht hier gar nichts. So. Dann hier hinten müssen wir noch verbinden. Gut. Wenn wir das so machen. So. Dann haben wir schon einen guten Teil verbunden. Den müssen wir nach oben ziehen. So. Und dann hier hinten machen wir das hin. Und den müssen wir etwas versetzen. Wir hier bis nach ganz unten kommen und dann so. Das heißt, wir brauchen etwas Umspannwerke, wir brauchen Stahl. Okay. Ich glaube, das bringen wir auf die Reihe. Wenn ich lange genug hier stehe, komme ich an den Stahl ran, denn ich brauche etwas mehr Tanks, dass das sinnvoll
gemacht werden kann, brauche ich auch ein paar mehr Umspannwerke. Die brauchen auch Stahl. Und dann natürlich ein paar Wärmerohre. Ich kümmere mich mal drum und dann sehen wir, sobald ich das Material gesammelt habe. Es ist noch nicht alles angeschlossen. Hier fehlt noch die Leitung nach oben. Aber alles hängt am Strom. Oder hängt fast am Strom. Wenn ich hier mal, ja, das ist alles an einem Netz und hier die Greifer, die sollten so eingestellt sein, dass wenn wir weniger als 50.000 Dampf haben, dann legen die was rein. Dann hier packen wir 10 Logistikroboter rein und hier etwas an Uranbrennstoff. Und jetzt sollten die aufwärmen und dann sollten wir bald sehen, wie die Wärmetauscher anlaufen, wie die Turbinen anlaufen. Und ich denke, wir haben etwas zu wenig Wasser hier. Wenn ich mich richtig erinnere, brauche ich für 4 Reaktoren brauche ich 6 Pumpen und ich habe nur 4. Das müssen wir irgendwann mal verbessern. Entweder können wir von da hinten noch Wasser ziehen oder wenn wir können diesen Pool vergrößern oder wenn der die Plattform hier größer wird, dann verschiebt sich das auch nach außen und wie ihr hier auf dieser Seite sehen könnt, die Pumpe bleibt stehen und wir können da immer noch Wasser rausziehen. Auch wenn die mitten drin steht. Nun, hier wird aufgewärmt. Das dauert ein Weilchen. Aber dann sollten wir sehen, dass da was vorwärts geht. Momentan produzieren wir immer noch alles über die Turbinen. Aber offenbar ist momentan der Bedarf nicht so groß. Und wir werden sehen, wie sich das anfühlt, wenn wir hier mal Temperatur drauf haben. Und da laufen die ersten schon an. Wenn wir jetzt hier schauen, ja, die Dampfmaschinen, die gehen zurück und hier sehen wir das Potenzial, das wir aushaben. Das sollte reichen, solange wir nicht an Brennstoff auslaufen. Aber das ist zumindest heute noch nicht ein Problem.
Ich denke, ich werde mal schauen, wie wir da vorwärts kommen. Öl sind wir voll, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich den Außenposten umbiegen, so dass wir Uran bekommen. Was wir jetzt auch machen können, da wir so viel Energie haben, wir können mehr mit Modulen schaffen und beispielsweise auch auf dieser Seite etwas mehr Geschwindigkeit haben, so dass wir mehr Kupfer produzieren. So, das war's für diese Folge. Aber ich fühle mich hier ziemlich wohl. Die Verschmutzung ist nicht so wild. Hier über dem Wasser verbreitet sie sich natürlich schneller als hier über Land, wo wir Wald haben. So, dass ich denke, ich bleibe hier noch ein Weilchen und dann können wir ja den Stabilisator noch einsetzen und das Ganze zurück auf Null setzen. Aber all das machen wir in der nächsten Folge. Also, bis dann und tschüss!